Ruhe bewahren ist halt das A und O, wenn man Kacke in der Hose hat. Ich habe halt die Oxy in Place, ne? Die haut halt schon ordentlich rein. Habe ich 4.897 Millionen Kills mit. Ich bin auch ziemlich gut damit, das ist klar. No, no, no. Was da? Oh, da habe ich den Skill aber gerade noch mal gerettet, nicht wahr? Ja, ja. Das ist der Heldenkomplex, der in mir schlummert. Das ist schlimm, schlimm. Hey, Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum aktuellsten CSGO Matchmaking. Auf LE, möglicherweise das letzte auf dem Rank, denn wir haben eben im Livestream zwei ziemlich dicke Klatschen bekommen. Also, sie waren nicht richtig hart, aber ich habe halt zwei Loses im Rücken und ich habe erst den Uprank gehabt. Das heißt, dieses Spiel könnte bereits darüber entscheiden, ob ich wieder runter auf DMG fliege oder bei LE bleibe. Je nachdem, wie wir hier halt so drauf sind. Wir schauen mal. Von den Namen her passt es doch eigentlich, oder? Das könnten ziemlich gute Leute sein. Mal gucken, was sie jetzt sagen, wenn ich sie anspreche. Hello, Team. Hallo. Okay. Ah, ich bin sehr gespannt. Also ja, vorhin ging, wie gesagt, nicht so arg viel, beziehungsweise es waren jetzt nicht Hardcore zu Null klatschen, auf gar keinen Fall. Aber wir haben halt richtig Kacke gefressen. Es sind ganz, ganz blöde Runden vergangen, wie zum Beispiel, dass sie uns hier gemollit haben, da oben im Haus. Wir ziehen uns zurück. One mid. Lower mid. Und zwei von uns standen am Fenster und wir wurden geklatscht durchs Fenster. Einfach mit der M4 so beide weg. Man hat gemerkt, dass die Gegner schon einiges drauf hatten, auf jeden Fall. Ne? Ich meine, wir sind ja immerhin auch auf LA, das ist ja schon mal etwas. Wir kommen langsam aus dem Low-Elo-Bereich heraus. Das war schon krass. Da haben sie uns echt zerstört. Naja, mal gucken. Das sieht gerade nicht so ultra. Obwohl, 3 gegen 3, 3 gegen 2. Let's love you got this. Was von der City, I think. Ja, City. Taktik wieder hoch 10 hier, von meiner Seite aus. Kills eher nicht. Attackierter. Ich bin jetzt natürlich etwas hippelig, denn ja, ich würde jetzt ungern direkt den LE wieder verlieren. Wobei die Schwitzung auf den LE dieses Mal fast gar nicht stattfand. Ihr wisst doch, ich war gerade Doppel-AK. Sogar einige Wochen Doppel-AK und habe mich voll aufgeregt, dass ich nicht auf den verschissenen DMG gekommen bin. Dann habe ich DMG endlich wieder im Sack gehabt. Eigene Smokestairs. Und was passiert? Ich habe zwei Spiele privat gespielt, also für Aufnahmen, beide fett gewonnen. Dann drei Wins im Livestream eingefahren. Zack, LE ist da. Ja, moin. Wir spielen halt auch oft auf LEM und Supreme Elo, deswegen zählen halt die Spiele ziemlich hart in den Rank rein, ne? Ist Lower komplett geklärt, Alter. Alter, oh Gott. Connector One. Connector down. Jungle down, last one. Behind. You can plant orange. Nice! Nochmal, dem habe ich schön mit der Pistole gegeben da in Jungle. Also wir lassen die jetzt rushen. Ich werde mich in Ding reinstellen. Schnell, 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 schnell. Palace one. So, Molly schmeißen. Ich habe direkt einen Headshot gefressen, weil ich zu langsam war. Dödelig, wie ich bin. Gut, einer steht Mitte, der andere steht da hinten bei B, oder? Steht da einer? Weiß ich nicht. Ich hoffe, dass da einer steht. Shit, die rushen gar nicht richtig, die Lurche. Oh Gott. Oh Gott, Leute, Leute, das ist eine Eco, bitte. Okay. Oh, wir haben ein Mädchen am Start oder ein extrem kleines Kind. One is going Apartments B. He's coming. On spot, right? Behind, short. I'm gonna plant. Cover me, please. Guys, can you cover me, please? Gut, dann covert mich halt keiner. Okay, I'm low HP. Eine wichtige Runde, die wir nicht verlieren dürfen. Auf gar keinen Fall. Es kommt gleich ein Nate wahrscheinlich und ich bin weg. Oder die haben unsere Waffen aufgehoben und safen jetzt halt. Es klingt nach einem Safe. Ich werde das wahrscheinlich nicht überleben. 3-0 ist ein ganz guter Start, da will ich gar nichts sagen. Aber jetzt spüren wir, wo sie gekauft haben, höchstwahrscheinlich ihr gesamtes Potenzial. Back in Smokestairs. But one should look for Rush on T-Slope. Leute, guckt hier wieder keiner da vorne, bitte. Das hasse ich, ja. Alle sind bereit für ihre Smoke und keiner guckt, ob nicht einer durchrusht. Ich habe schon so oft erlebt, dass mindestens zwei von den T's dann geklatscht wurden, weil ein CT halt durchgeht mit einer P90 oder einer Deagle oder irgendwas und dann gepimmelt wird. Oder dann pimmelt. Close one. Nice, nice, nice. Mit dem habe ich nicht so ganz gerechnet irgendwie. Okay, 3 gegen 3 könnten sie eigentlich schaffen. Also, die sind wirklich krass. Vor allem auch das Grill ist hart am Ansagen. Ich denke, das ist ein Mädchen, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Sie ist wirklich schön am Callen. One stairs. Oh shit, one city. Okay, nice try. Das ist ein bisschen bitter, weil jetzt gewinnen sie natürlich an Confidence. Ich werde das versuchen, bei B durchzugehen, auch wenn es echt eklig wird mit der MAC-10, weil da einer direkt auf White Cash stehen könnte, aber ich muss einfach versuchen. Oh, scheiße. Smoken die mich direkt, die Wichser. Ha! Ja. Oh Gott. Oh Gott! One is on B-Spot. Go B-Fast. It's clear now. Maybe one short. One should be kitchen. Komm, schneller. Schneller, 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 schneller. Leute, was macht ihr? Ein bisschen im Verzug sind sie hier, oder? Mir kommt es immer so vor, als hätten sie in solchen Momenten keine Game Sense. Also gar nicht dieses Gefühl, was jetzt wohl gut wäre. Also wo jetzt wahrscheinlich frei ist und wo sie wahrscheinlich jetzt gerade sich aufhalten. Also die Gegner, das tut dann immer so ein bisschen weh. Die Bombe wäre ja schon bereits seit 2 Sekunden gelegen, eigentlich. Und die Kollegen wären auch beide da gewesen, hätten sich schon defensiv aufstellen können. Aber der eine ist ja direkt hier, da, wo der gerade gelaufen ist, ungefähr da gestorben. Also gut, ich sehe die Leiche jetzt nicht da, da hinten. Es ist einfach schade, wenn man sowas abgibt. Es hätte zumindest eine bessere Runde werden können. Immerhin ist mein MAC-10 Rush geglückt. Also bei dem einen bei Balcony.
One upstairs. Let us play slow now. Gut, der eine will Under gehen. Ich werde jetzt einfach mal in Tunnels rein, Palace reingehen. Und wir gehen auf den First Peak. Bitte grün, nicht zu mir. Dankeschön. Nice. Komm. Komm. Hopp. Jetzt. One Palace. Ja, yeah, he saw me. Shit, I'm going back. 4 gegen 3. Macht langsam. Okay. Oh Gott. Oh my God. One, last one short. Sorry. Ich will auf B, weil da zwei meiner Mates sind. Verreckt beide und ich auch. Ich hab die Bombe gehabt. Sie hätte jetzt easy peasy auf A legen können. Scale Jade. Scale Jade. Sag wow, Team. Oh, oh, oh. Aber das war nicht schlecht, Mademoiselle. Das war nicht schlecht. Ich würde in so einem Fall direkt weitergehen. Also, die Bombe. Die Zeit läuft jetzt ab. Sie hat eigentlich verloren. Eben hätte sie noch versuchen können, ranzugehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er so dumm ist und wirklich auf Short steht. Nie im Leben steht er. Er steht hier. 5 seconds. Ja, must try. Wenn ich dieser AWP-Spieler gewesen wäre, dann gehe ich doch in Kitchen rein. Wenn ich doch höre, dass sie da außen rum. Okay, okay. Ah, Schissel, Schissel, Schissel. Oh, fuck, Schissel. Wie ich geblockt wurde kurz von der verkackten Molly-Granate. Von der Incinerate. Nice. One in front of stairs. Oh Gott, Teamkill. What the fuck, what the fuck? Nein. Oh, eben waren wir 4 gegen 3, jetzt ist es 2 gegen 3. Einer gegen 3. Ach nee, was ist denn hier los? Leute, bitte. Oh, LE, ich guck dich noch ein bisschen an, solange ich dich habe. Erinnert ihr euch? Es war bei Beryl ähnlich. Er hat den LE bekommen und ich glaube 2 Tage später war er wieder weg. One is on B. Let's go. Oh. Warum muss der uns beide jetzt klatschen? Hätte er nicht Lucky-mäßig einfach auf die Stairs gehen können und für mich gekillt werden können? Nein, er muss das Glück haben, die Entscheidung zu treffen, zurückzugehen. Oh! So wie er da gerade so ein bisschen Glück hatte, ne? Ja, ja. Ach, komm. Volles Ding verworfen. Ah. Haha, doch nicht. Er stand so close. Ja. Jetzt bin ich ja noch geflasht. Und still stairs, I think. Last. Nee, stairs. Nice. Na also. One should go palace, maybe? Yeah, maybe one. I'm going palace. I'm gonna drop the bomb at spawn. Push. Let's go B fast. No. It's down. Oh, da habe ich den Skill aber gerade noch mal gerettet, nicht wahr? Ja, ja. Das ist der Heldenkomplex, der in mir schlummert. Das ist schlimm, schlimm. Können wir gemütlich auf B planen. Komm, Triller. Soll ich jetzt vorgehen? Achso, sie ist low. Ja. Wir sollten immer zu zweit hier, wenn wir langsam spielen, Richtung A gehen, dass einer bei Slope gucken kann. So T-Slope Rusher gibt's immer mal wieder. Aha, merkst du was? MPs haben sie geforst. One Eye on Spot. Oh, das wird ein hart erkämpftes Spiel, shit. Also wir haben vorhin im Livestream den Fehler gemacht, da haben wir auf Overpass gespielt, dass wir als T nur 3-mal gerusht sind. Alle 3 Runden waren gewonnen und dann sind wir nicht mehr gerusht und haben alles verloren. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Wir haben immer wieder gesagt, komm, wir müssen jetzt mal rushen und das hat dann nie richtig geklappt. Wir sind nur noch 3 gegen 5. Okay, dann muss ich hier den ersten schon mal wegkloppen. Die haben mich mit der Bombe gesehen, die wissen so ein bisschen, dass ich hier bin, denke ich. Gott, einer wurde geknifed. Einer wurde geknifed. Wo? Da oben ist es eklig, wenn man schleichen muss. So viele Positionen, von denen man gebumst werden kann. Face that boy! Maybe fake A und go B. Okay. Und go B! Der Deutsche. Maybe fake A und go B. Ach du Kacke! Hat er meine Pistole gesehen? Wahrscheinlich, ne? Okay, last round. Jetzt aber alles holen. Ich freue mich schon auf City. Es fühlt sich ja wie ein richtig geiles City-Team an. So richtig krass callende Leute, Ultra-Verschiebungstaktiken hoch 10 und so weiter und so fort. Das könnte, glaube ich, ein Erfolg werden, wenn wir gut stehen. Also wenn jeder auf seiner Pose stehen kann oder darf. Komm, jetzt First Kill da drin. First Kill Ozzy. Komm schon. Ach, scheiße, die mit ihren verkackten Smokes immer. Als hätten sie Schiss. One shot. Guck mal, die Leute sind weggeschoben von der Bombe. Sind die behindert? Das kann ich nicht ganz. Das verstehe ich irgendwie nicht. Mann, Leute, was habt ihr gemacht? Die haben die wahrscheinlich schon längst die Bombe. I'm gonna B. I'm gonna plant on B. Guys, plant on B. Last is T-Spawn. We last. Es sind noch 3 Stück. Klar. Need help on B. So. Fusing. Bad, Alter. 8-7. Uff. Es macht echt Spaß, auf der Elo zu spielen. Endlich so ein bisschen mehr. Es kommt mir zumindest so vor, als wenn es irgendwie anders wäre. Keine Ahnung. Vielleicht labe ich auch nur Scheiße. Ich weiß es nicht. Es ist schon sehr spät. Hat sie den Nade? Weiß ich nicht. Scheinbar nicht, okay. Let's go B. I'm gonna stay A for a second. I'm coming short. I've got the fuse. Alter, fress er den Headshot! Oh Gott. Ich hab grad noch Pistol Skill, Alter. Shit. Ah, Mann, die gewinnen die erste Runde bei T. Das ist doch scheiße. Palace. Komm schon. Ja. One on spot. They need to plant. Bitte sterbt nicht.
Alter! Deagle Skills des Jahrhunderts, mein Freund! Nicht wirklich, aber es war schon nicht schlecht, oder? Hopp. Immerhin habe ich hier Ruhe bewahrt. Ja? Ruhe bewahrt ist halt das A und O, wenn man Kacke in der Hose hat. Die Alt spielt ultra defensiv, die Grüne. Das heißt, ich muss so halb aggressively spielen. Nice. I'm gonna stay on A for a second. Okay. Alter, voll die Communication, ey. Gamer Girl on Start. On Start. Nice! He's last one. Komm schon, Leute. Und, oh, jemand ist gestorben. Komm, nee. Jawollo, Prolo. Ja, das Gamer Grill ist schon ziemlich nice. Die anderen sind auch richtig gut. Ich bin doch ganz zufrieden. Es ist schon mal gut, dass man kein Bock-Team hat, ja? Kurz vor der Aufnahme dachte ich mir, scheiße. Wenn ich jetzt aufnehme, dann ist es egal, ob ich gut bin oder schlecht. Wenn ich ein Kack-Team habe, habe ich schon verloren. Aber es ist ein komplett geiles, beziehungsweise neutrales Team und da ist alles offen. Alles, 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 alles. Short. One got hit. Connector. He's down. Connector's down. Nice, oh Gott! Wir stehen wie so eine Einheit, verstehst? Wie ein so ein Klumpen Kacke. Aber ein guter Klumpen Kacke, ein guter. Vergesst das Gut nicht, bitte. Braucht jemand was, mon frères? Ich hab halt die Oxy in place, ne? Die haut da schon ordentlich rein. Habe ich 4.897 Millionen Kills mit. Ich bin auch ziemlich gut damit, ne? Ist klar. Ja, fall dahin. Down. One stairs. Still stairs. Connector one. He's half HP. Half HP is down. Bleibt einfach, wartet einfach. Time is... Ja! Zeit ist eh ausgelaufen. Alter, was ein hart erkrampftes Spiel, Leute. Aber positiv erkrampft. Nach sich der Vater Mondstand, wie ich bin Vorletzter. Moment, ah, guck mal, die Punkte. Wir sind fast alle gleich auf. Gutes Team. Gutes Team. I'm going to spawn. Krass. Oh mein Gott, ist das ein schwitziges Spiel hier. Hier ist irgendwo einer. Meine Nase juckt wie die Sau. Fuck, ich kann das nicht kratzen. One kitchen. Okay. I'm gonna take the fuse. Oh fuck. Oh, okay. Shit! Nein! Wo ist denn der Kollege gestorben? Wo war denn das scheiß Diffuse Kid? One is Connector, he saw me. He's right side. Connector, another one. Shit. Jetzt ist es gerade etwas eklig, aber mal gucken, was die Kollegen so machen. B ist im Moment noch safe. Alles klar. Jungle ist jemand, genau. Connector, steppt auch einer rum. They need to plant. Bomb is B. Apartments. Jungle ist hier. Komm schon, komm schon. Habt ihr. Oh, fuck, dann steht's unentschieden, wir haben eine Eco. Er kann noch alles holen. Er ist ein krasser Boy. Das ist immerhin Ozzy, unser Affe. Er hat keinen Diffuse, ich würde das nicht CD gegen, genau. Das sind die Sachen von... Oh, sehr gut. Habt ihr das gesehen, wie er sich nochmal beruhigt hat? Komm. Nice. Schade, nice try. Oh, he's low HP. In Palace. Oh, nice. Naja, selbst wenn es ein Lose wird, ist es ein sehr lehrreiches Spiel. Und, ich konnte schön reinreißen. T-Stairs, da. One Palace. Orb. He's down. I'm going T-Spawn again. Just play for time. Oh my god, he's in front of A. So. Oh my god, sorry. I was too slow. Oh, komm, er kommt rausgepusht. Wer macht denn sowas? Play for time again. Last two in apartments. Okay, die letzten zwei sind da drin. Ich gehe direkt hier auf B, dass sie da auf keinen Fall legen können. Die Zeit wird eh knapp. Das wird er nicht mehr schaffen. Night Fever, Night Fever. Ja, und schon haben wir sie im Sack. Diese Runde. Um Gottes Willen, nur diese Runde. Alles andere wird, glaube ich, nach wie vor ein schmerzhafter Weg. Aber jetzt haben sie kein Geld bekommen, oder? Die Tees bekommen dann kein Geld, wenn sie nicht planten können. Und die Zeit einfach ausläuft. Incoming. I'm gonna rotate. Schnell, wir müssen sofort drauf. Ich hasse es, das zu retaken. Drauf. Rein. Alter, krass, guckt euch jetzt mal an, wie nah wir beieinander sind. Bis auf Mademoiselle. Aber sonst, guckt euch jetzt mal an, wie nah wir punktemäßig. Ich hab's gerade nicht verstanden, wer es droppen soll. Boah, es läuft gerade so nice. Okay, wenn da jetzt gleich einer steht, greife ich mir gleich die Seele aus dem Leib. Alles. Ich ist low HP. 9 HP left. Oh! Das wird doch jetzt keine Lose Round. Bitte, Leute, bitte. Und ist low HP. Low. Ey, Leute. Die haben uns alle gebumst. Auch der. Oh mein Gott, das kann doch nicht wahr sein. I can drop pistols. And I got the fuse for A. Okay, scheiße. Nein, das kann ich jetzt nicht fassen. Dass wir diese Runde so verloren haben. Also wirklich so richtig, ich sag mal zu null. Ich geh auf B. Das wird doch nicht, das sehe ich davon hier. Das wird sowas von B. Und das ist A. One upper mid now. Oh, Bomb is down on A, guys. Incoming. Ja! Oh mein Gott, was machen die? Just wait. They need to plant. I flash T-slope. Wait for them.
Was macht ihr? Wir waren gerade eben 5 gegen 2 oder so. Gott, just play safe. Ja, jetzt. Damit kommt er jetzt angeschissen. Geil. Oh Gott, wie konnte das gesamte Team eben failen? Das gesamte Team hat gefailt, außer ich. Genau das ist diese Game Sense, die scheinbar komplett failt. Die Bombe ist down, 5 gegen 2. Wir sehen die Bombe. Die Bombe liegt wirklich sehr weit vom Spot weg, auf dem sie gelegt werden muss. Was macht man? Man wartet. Die müssen ja rankommen. Und 2 Leute, oder vielleicht sogar 3, wurden von der AWP gekillt. Hallo? Straw ist drin, Leute. Der Rank ist sowas von sicher. Vor allem so krass, wie der Boy hier spielt. Guckt ihr euch das mal an. Mhm. Sobald hier was geflogen kommt, flash ich und renn weg. Nein! One is on construction. Nice, he's down. Komm schon, geht schön zusammen, Leute. Das ist der Win. Das ist einfach der Win. Fertig. Keine einzeln verkackten Aktionen. Und fertig ist der Luck. Einer kann auf B chillen, genau, einfach voll da sitzen. Denn es ist ihre letzte Runde, ihr letzter Mann. Der wird nicht großartig gucken, höchstwahrscheinlich. Der wird direkt durchgehen und planten, wenn er jetzt alleine auf B wäre, meine ich jetzt. Nice. GG, guys. Nice game. Ich will gerade mal behaupten, dass es so laufen muss. Übrigens, falls euch wundert, warum ich hier so rot bin. Ich habe den ersten Sonnenbrand bekommen. Den ersten Sonnenbrand. Was? Oh Gott, das war sowas von ein Downrank-Game für mich. Das Spiel sagt mir hiermit komplett, ich wollte dich eigentlich gerade auf DMG stufen. Aber wenn du nicht willst. Yeah. So, und wisst ihr was? Da gibt's gerade mal auf den leckeren Strecken Desert Eagle Meteorit. In Erinnerung an meine krassen Deagle-Klicks, die ich vorhin gedrückt habe. Keine One-Deaks, aber halt Deagle-Kills. Wenn ihr die gewinnen wollt, dann müsst ihr einfach nur Folgendes beiläufig in eurem bereits vorhandenen oder gerade am entstehenden Kommentar schreiben, und zwar eine Farbe, verbunden mit irgendwas, also euer Kommentar, bla bla bla, und dann schreibt ihr, boah, ich mag den blauen Himmel oder rote Gesichter oder so. Wenn dir das Video gefallen hat, dann müsst ihr hier oben da ein i stehen, da, oben rechts in der Ecke, da kann man draufklicken und da ist dann die Playlist von allen CSGO Matchmakings, die ich bis jetzt gemacht habe. Es sind, glaube ich, schon über 100 oder sogar 200, ich weiß es nicht. Die letzte Folge in random Video und halt noch einen Knopf, um mich zu abonnieren, wenn einem mein Content gefällt. Wenn nicht, dann nicht. Okay, hast du mich gehört. Wenn es euch gefallen hat, vergewaltigt den Like-Button. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt einen Daumen nach unten und schreibt mir, warum es euch nicht gefallen hat. Und kommt natürlich zu den Streams. Es gibt jeden Dienstag, jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr Livestreams und jeden Freitag ab ungefähr 22 Uhr. Einen ganz langen Livestream, der meistens 6 Stunden geht. Da spielen wir zusammen, da gibt es Giveaways und so weiter und so fort. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, ciao.